Was fasziniert Sie an Politik? Die Menschen. Was war Ihr politisches Schlüsselerlebnis? Ein Gespräch mit meinem Vater und drei seiner Brüder, die zu viert Soldaten im Zweiten Weltkrieg feiern. Das hat mich endgültig davon überzeugt, dass die europäische Einigung ein wichtiges politisches Unterfangen ist. Wer ist Ihr politisches Vorbild? Viele, unter anderem Helmut Kohl. Helmut Kohl mehr als alle anderen. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? Die ich auch mache. Was würden Sie mit drei freien Tagen am Stück anfangen? Ich würde drei Tage und drei Nächte lang lesen, sonst nichts tun als lesen. Ihr Lieblingsbuch? Der Hundertjährige, der aus dem Fenster sprang. Ihr Lieblingsfilm? Dr. Zhivago, das war der erste große Film, den ich mir als junger Mensch anschauen durfte. Ihr Wunsch für die Zukunft? Es gibt 60 Kriege weltweit. Mein Wunsch wäre es, wenigstens ein Jahr zu erleben, in dem nicht geschossen wird.